Das ist das gute Stück, ey. Ich finde es so geil, ne? Guck noch mal, ob das Spiel so reingeht. Ey, komm, dafür, dass ich hier kein Schweißer bin? Definitiv. Echt Glas hinten. Einmal Position. Perfekt. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Es ist mal wieder so ein kleines bisschen Sonne zu sehen, auch wenn die Wolken wieder durchkommen. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet eine spannende Woche. Ich habe jetzt tatsächlich bis Dienstagmittag darauf gewartet, dass die letzte Scheibe kommt. Und heute ist der Plan, ihr seht es am Titel. Diesmal vergesse ich nicht den Bindestrich, sondern es geht heute um die Dachluke und um das letzte Fenster. Ich würde sagen, es geht los. So, das erste Fenster ist auf jeden Fall schon mal on fleek. Es ist ein Schiebefenster. Die zwei weiteren Fenster sind so Mini-Schiebefenster. Ich nenne die einfach mal Bettfenster. Da hätten gerne einige Leute einen Link zu gehabt, aber ich habe in dem letzten Video vergessen, den Link anzuhängen. Deswegen schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr die haben wollt. Viele Leute wollten es wissen, was das für Dinger sind. Die sind auf jeden Fall ultimativ cool. Weiter geht's mit den Hecktüren. Über ein weiteres kleines Mini-Schiebefenster hinten für den Bettbereich. Und hier, ja, hier fehlt die Scheibe, aber die ist heute angekommen, genau für die Schiebetür. Und im Hintergrund seht ihr auch schon, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Oben das Dachfenster muss definitiv rein, beziehungsweise die Dachluke. Yo, das war jetzt so die kleine, aber feine Zusammenfassung. Ich finde es ultra krass. Jetzt denkt mal so an den ersten Teil, wo ich dieses Ding hier stehen habe. Mach mal zu den Bollen oben, oben rechts. Ja, du bist raus. Abbauen, alles, was nicht nied- und nagelfest ist. So, vorsichtig, ist ein Schlossmechanismus hinter. Einfach los. Ja. Vorsichtig rausnehmen. Es sieht von Weitem echt nicht schlecht aus. Ich finde tatsächlich, man kann das Ding nicht wiedererkennen. Das Einzige, woran man jetzt noch sieht, dass es vielleicht mal ein gelber Bus war, ist, dass halt der Innenraum noch ja, teilweise gelb ist. Die Hecktüren wurden mit lackiert. Dieser Bereich hier wurde auch mit lackiert. Nur genau das, was alles noch gelb ist, wird da sowieso verkleidet. Und dann erkennt man nicht mehr, dass es ein DHL-Bus war. Ich finde es so krass, Leute. Heftig, was aus diesem Ding geworden ist. Aber nicht viel Blabla. Es geht heute um dieses wundervolle Loch da oben und um dieses wundervolle Loch hier vor. Die Dachluke. Ich habe mir jetzt in der letzten Zeit auch viele Gedanken gemacht, welche Dachluke könnte relevant sein. Es gibt welche von Dometic. Die haben aber meistens Kunststofffenster und sind riesengroß und super hoch. Und ich suche halt was Flaches, weil der Plan ja der Pläne ist, dass da oben ein Dachträger drauf kommt. Der liegt auch inzwischen schon im Hintergrund bereit, aber erstmal muss diese wundervolle Luke rein. Es ist eine Echtglasluke und die hat, glaube ich, auch wirklich nur eine Höhe eingefahren. Ich muss das mal eben mit einem Zollstock nachmessen. 4 cm. Und das ist natürlich eine passende Höhe, gerade dann, wenn man sagt, man möchte einen Dachträger montieren und jetzt nicht unbedingt die Mitte aussparen. Das müssten wir letztendlich mal gucken, ob es funktioniert. Wenn wir gut sind, funktioniert es. Aber wenn nicht, dann ja, keine Ahnung. Die Dometic-Hauben, die sind natürlich wesentlich höher und somit waren die für mich jetzt nicht relevant. Ich wollte definitiv ein Echtglas-Ding haben und genau dieses Ding kommt auch wieder von Vanglas, deinvan.de. Schaut in die Videobeschreibung. Ich vergesse diesmal nicht, den Link anzufügen. Und ja, wie gesagt, es ist kinderleicht, theoretisch dieses Ding zu montieren. Es gibt zwei Montagearten. Gerade für die Leute, die vielleicht schon mal so ein paar Camper-Videos gesehen haben und auch bei Freundship, der macht super viel mit Holz, dass man im Innenteil vielleicht auch eine Holzverstrebung baut, dass wenn man die Dachluke aufdrückt, nicht unbedingt den Kleber oben wieder losreißt und das Ding undicht wird. So, ich habe mir gedacht, komm, ganz ehrlich, ich habe ein super geiles Schweißgerät von Linde mit am Start, von den Schweißhelden und wir werden heute das Ding, den Rahmen dafür, dieses Konterteil, einfach einschweißen. Dum, dum. Genau, vorgearbeitet habe ich schon ein bisschen, habe ich ja gerade schon ein paar Mal gesagt, boah, ist der dreckig schon von oben. Ich habe hier schon den passenden Ausschnitt gesetzt und hier auch schon die Kanten versiegelt. Warum ist der denn so dreckig? Ich glaube, das Dach ist undicht oben. Dieser ganze Ruß fällt langsam hier runter, aber ist auch egal. Letztendlich kommt eh ein Dachträger drauf. Der Ausschnitt, ja, wo ist der Rahmen? Wo ist der Rahmen? Ich brauche den Rahmen. Yo, die Luke besteht aus zwei Teilen und das hier ist so der Innenrahmen. Wenn ihr letztendlich euren Himmel verkleidet habt, schraubt ihr das Ding quasi als Verblendung dagegen. Das ist vom Durchmesser ja, etwas kleiner. Die Luke besteht, wie gesagt, aus zwei Teilen. Und ja, dieses Ding könnt ihr theoretisch als Maß nehmen. Das heißt, ich habe es einfach hier oben draufgelegt, angezeichnet und ich sag mal so, ja, einen Zentimeter mehr. Wir haben hier 2,5–3 cm Überstand. Das heißt, wenn ihr einen Zentimeter mehr macht, ist das gar kein Problem. Ihr dürft nur nicht den Fehler machen, sage ich immer wieder, das Ding so auflegen, so ausschneiden, weil dann habt ihr Pech und ihr könnt, ja, die Luke komplett einschweißen. Komm, pack mal Rahmen weg. Ja. Das ist das gute Stück, ey. Die finde ich so geil, ne? Die ist so geil. Finde ich richtig gut. Aufdrücken können wir die jetzt nicht, weil die so krasse Federn hat, dass die auf jeden Fall auch eine entsprechende Dichtigkeit besitzt. Jetzt nicht so eine Larifari-Luke ist. Und ja, das Ding muss jetzt erstmal da drauf. Ich würde sagen, dann bauen wir in den Rahmen, schweißen den eben an. Eben. Und dann geht die Luzi. Rein. So, das Ding ist drin. Genau, weil ich gerade gesagt habe, wir haben jetzt hier so einen kleinen, aber feinen Überstand. Wir können jetzt noch einen Tacken ausrichten, dass wir irgendwie mittig landen. Genau, und dann muss das Ding letztendlich hier unten
Via Rahmen angeschweißt werden. Ich habe ja auch schon mal so ein paar Blankopunkte gesetzt. Genau, kann man wie gesagt mit Holz machen. Also der Freundship oder viele Camper machen das mit Holz. Aber ich finde, ja, in Sachen Dauer, Belastung und längere Haltbarkeit würde ich jetzt kein Holz nehmen, was eventuell Feuchtigkeit ziehen könnte. Wir nehmen einfach Stahl. Ich habe so ein bisschen Baustahl besorgt. Und dann schweißen wir uns jetzt hier einfach einen Rahmen drum. Und dann ist das Ding eigentlich durch. Jetzt muss ich gerade mal drauf gucken. Das ist doch stinknormaler Baustahl, ne? Warum ist der denn, also theoretisch nennt man das Zeug schwarzer Stahl. Das ist aber jetzt nicht schwarz und verrostet, so wie ich das normalerweise kenne. Es ist halt, es sieht noch gut aus, aber dieses Ding, letztendlich wird jetzt unser Rahmen sein. Das heißt, wir setzen uns jetzt einmal an, zeichnen das per Augenmaß an. Und dann würde ich sagen, fixiert man immer eine Seite, wenn ich jetzt den Rahmen vorbaue. Ich kenne mich ganz genau. Ich bin kein Millimeter-Junkie. Das heißt, ich würde jetzt den Rahmen vorsetzen, dann hinter die Dachluke einsetzen. Dann passt es wieder nicht mehr, weil ich mich um Millimeter vertan habe. Deswegen machen wir jetzt alles schön Step by Step. Irgendwie gucken, dass wir, ja, die sitzt jetzt auch mittig. Die können wir jetzt einfach so ansetzen. Na ja, das ist die größte Stelle. Dann müssen wir hier die größte Stelle markieren. Okay, gucken wir mal, ob das Spiel so reingeht, wie ich mir da denke. Muss ein bisschen spitzer. Die Seite ist natürlich so ein bisschen gemein, da ist mal irgendwie weit vorgeflogen. Deswegen haben wir da so ein riesen Maß. Aber das kriegen wir auch mit dem Schweißzeug gefüllt. Aber wir müssen tiefer hoch, weil sonst kriegen wir das Ding auch nicht angedingsbums. Ich meine, gut, man kann jetzt auch einfach wie bekloppt dagegen hauen und das Ding selber verkanten. Also im Grunde würde das auch gehen, ne? So. Den. Da schenke ich mir jetzt sogar die Schraubzwingen, weil die Dinger habe ich jetzt einfach nochmal richtig schön hier reingekloppt, dass die schön verkantet sind. Vorher habe ich das Blech natürlich angeschliffen, dass wir jetzt gleich hier schön ja, so ein paar Punkte setzen können. Rauskriegen wir immer noch, also das ist jetzt noch nicht so auf Spannung, dass man sagt, das Ding ist jetzt bombastisch fest, sondern ich kriege es halt immer noch raus. Das müssen wir nämlich nicht machen zum Einkleben. Das funktioniert aber, das sieht gut aus. Kommen wir nun, Leute, zu dem ultimativ geilsten Produkt, was ich tatsächlich schon seit Mitte letzten Jahres hier rumstehen habe. Einige Leute erinnern sich vielleicht noch an mein Feuerwehrprojekt, wo ich damals das erste Löschfahrzeug gekauft hatte und auf die Idee kam, eine Pumpe nachzurüsten. Und da habe ich mir gedacht, okay, da muss man irgendwie den Träger schweißen und so weiter und so fort. Und einige von euch da draußen haben ja die lieben Schweißhelden kontaktiert, die so der absolute Ansprechpartner sind in Sachen Schweißgeräte und gesagt, schaut mal bei Marvin vorbei, der braucht da ein bisschen Support. Genau. Und somit haben wir die lieben Schweißhelden dieses wundervolle Arcline MSI 180 Plus bereitgestellt. Ich weiß, dass der liebe Mattes, ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen, ich kann auch seinen Kanal unten verlinken, der ist ja auch so der absolute, ich würde schon sagen, Schweißergott. Jetzt sind einige Leute vielleicht beleidigt, aber der macht halt super viel cooles Zeug und da habe ich das Ding damals gesehen und habe gesehen, okay, das könnte vielleicht auch für mich relevant sein und dann kam es halt zu dieser spannenden Kooperation, wie ich finde, und ich habe hier auch schon so einige Sachen geschweißt, nur war es halt fürs Video nicht so wirklich relevant, jetzt zu sagen, okay, da zeige ich euch mal was zu, sondern ich hatte halt einfach den Plan, dass man muss das Ding richtig in Szene setzen, damit ihr auch versteht, warum, weshalb, wieso. Aber wenn wir schon mal dabei sind, genau, diesen Pfeiler da oben, diesen Pfeiler habe ich komplett angeschweißt. Eigentlich ist hier alles zusammengeschweißt. Da oben ist ein Kranausleger angeschweißt, diese ganzen Gitter hier unten, die Gitterhalterung ist komplett eingeschweißt. Aber es war irgendwie nicht wirklich so das Video-Ding, wo ich jetzt sage, so, da kann man ein Video zumachen, weil es halt einfach immer monoton, immer das Gleiche ist. Und das sieht beim Sprinter jetzt ein bisschen anders aus. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir kurz auf das Schweißgerät ein. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der absolute Schweißexperte. Ich weiß, einige da draußen werden sich wahrscheinlich besser mit dem Gerät auskennen wie ich. Aber es ist wirklich auch für jedermann super kinderleicht, irgendwelche Schweißnähte zu ziehen. Das Ding heißt, wie gesagt, MSI 180 Plus, kommt von Linde und hat 180 Ampere Spitze. Der Mattes Socks hat die größere Variante, der hat MSI, boah, da muss ich jetzt überlegen, so einen riesengroßen Klopper. Und ich habe mir halt gedacht, okay, was will ich schweißen, wo könnte ich so ein Ding vielleicht in Zukunft gebrauchen? Und da ist halt die Entscheidung auf das 180 Ampere Gerät, auf das 180 Plus gefallen, weil ich mir einfach gedacht habe, so okay, von der Größe ist das ganz cool. Ja, man kann definitiv hier so ein kleines Teil mal eben irgendwie mit auf einen Stahlträger nehmen, das da oben anschlupfen und dann da relativ flexibel mit arbeiten. Was ich nicht bedacht habe, Leute, ich habe ein Schweißgerät, was relativ wenig wiegt. Es wiegt, glaube ich, 12 Kilo plus den zusätzlichen Draht, den ihr einsetzt, je nachdem, welches Material ihr schweißen wollt. Und dann war für mich die Frage, okay, normalerweise schweiße ich mit Elektrodenschweißgeräte, da brauche ich jetzt kein Schutzgas, aber hier brauche ich natürlich noch ein Gas dabei. Dann bin ich nach Linde gefahren und habe gesagt, ich brauche ein Schutzgas, was man so für die klassischen, alltäglichen Schweißaufgaben schon fast nutzen würde. Und dann haben die gesagt, yo, wir haben eine Flasche da, die heißt Corgon 18
30-300 und ich denke mir, ja cool, ey, dann bin ich ja schon gespannt, ey, dann kannst du mit deinem Ding hinterher da auf dem Stahlträger sitzen. Jetzt Achtung Leute, ich wechsle die Perspektive. Dann sagt der liebe Herr bei Linde, ich habe die Flasche schon mal rausgestellt, ich denke mir, gut, alles klar, stehe dann da mit meinem Kombi und dann kommt diese Monsterflasche. 30-300, 30 Liter 300 Bar auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so mit drin, aber ich meine, die Flasche heißt 30-300. Anyway, das war definitiv eine Geburt und dann dachte ich mir, okay, komm, das kleine Schweißgerät hier in Kombination mit der großen Flasche ist für so spontane Dinger mal oben auf den Stahlträger rumtouren nicht so das Passende, aber zum Glück gibt es ja verschiedene Größen. Aber ja, das System Lysitec, muss ich auch nochmal ganz kurz erklären, finde ich super cool. Ihr seht hier, wir haben hier so einen kleinen, aber feinen Nippel dran. Das Ding sieht so ein bisschen aus wie ein Druckluftnippel. Wir haben hier einen komplett integrierten Druckminderer und eine Anzeige, wie viel Gas letztendlich in der Flasche noch vorhanden ist. Bedeutet also, ihr bekommt bei diesem Lysitec-System nicht nur einfach eine Flasche und müsst euren Druckminderer dran schrauben und dann wieder elendig lang die ganze Geschichte einstellen, sondern hier funktioniert es tatsächlich so, ihr steckt diesen Schnellkupplungsverschluss drauf, das seht ihr gleich, wenn ich das am Fahrzeug mache, und das Gerät sucht sich selber halt die Menge an Gas, die es halt für die voreingestellte Geschichte benötigt. Das finde ich tatsächlich, das ist das Nonplusultra. Jo, nee, stellen wir das mal hier rein. So, dann haben wir einmal das Schlauchpaket, dann haben wir einmal unseren Massepunkt, der schön dick und super lang ist. Dann haben wir einmal unser Gaskonnektor. Und jetzt haltet euch fest, das Ding wird hier einfach drauf gesteckt wie so ein Druckluftnippel. Zack. So, 32 Volt Schuko-Stecker, super dick, 3x2,5 Quadrat. Zack. Jetzt kommt der ultimative Selbsttest. Und schon kann das Game beginnen. Wir haben jetzt hier oben stehen 14,4 Volt. Wir haben 1,1 Millimeter Dicke von dem Material, was wir verarbeiten wollen. Und ihr seht, ich kann hier an dem Rädchen zum Beispiel einstellen. Verschiedene Modifikationen. Hier sind so ein paar Presets abgespeichert, dass ihr sagt, zum Beispiel, ich schweiße jetzt Aluminium, ich schweiße jetzt Edelstahl, ich schweiße jetzt ganz normalen Baustahl in den unterschiedlichen Dicken und dann reguliert das Gerät halt automatisch den Schweißstrom, den man braucht. Und deswegen sage ich ja, das ist einfach, ist das super simpel. Die ganze Geschichte nennt sich Joblist. Gibt so ein kleines Heftchen auch, da könnt ihr nachblättern, welcher Preset gerade so relevant ist für das Material, was ihr schweißen wollt. Wir haben jetzt auf jeden Fall Joblist 237 und können jetzt halt hier sagen, pass auf, wir brauchen jetzt eine Stärke von 3 mm, die wir schweißen wollen. Wir brauchen 1,8, 1,5, 1,2. Ja, ich glaube hier in dem Fall sind wir bei 1,0 tatsächlich gut bedient. Wir könnten nochmal auf 1,1 erhöhen. Da haben wir tatsächlich so ein bisschen dickere Schweiß und ich meine, kann auch 1,5 sein, meinetwegen. Aber das ist super cool, weil wenn ihr diese Vorgabe hier nutzt, dann wird der Schweißstrom immer wieder nachgeregelt, justiert und letztendlich sind solche Durchbrenner unwahrscheinlicher, wie wenn ihr jetzt einfach sagt, ich hau das Ding so bei einem normalen klassischen Elektronenschweißgerät zum Beispiel einfach durch. Also dieses Elektronik dahinter, das ist geil. Ich habe wirklich noch nie Material zum Durchbrennen gebracht. Ich meine, ihr seht durch die Brille dann, wenn man sieht, dass das schon angefressen wird, weil der Schweißstrom zu hoch ist, aber in dem Fall wirklich bombastisch. So, wir hätten jetzt theoretisch auf Punktbetrieb. Wir haben jetzt nicht den Dauerbetrieb. Wir haben dann unterschiedliche Vor- und Nachlaufzeiten. Auch von dem Draht. Also das wirklich, ohne Scheiß, Leute, das ist das geilste Ding. Ich bin, wie gesagt, kein Schweißer. Es werden einige Leute jetzt wahrscheinlich auch in die Kommentare reinschreiben. Du hast keinen Plan von dem, was du da tust. Aber ich schaffe es, mit diesem Gerät zu schweißen. Und das ist halt einfach, es ist halt einfach geil. Genau, wir hätten auch theoretisch die Wickmöglichkeit, aber in dem Fall haben wir ein ganz normales Schutzgas. Wir haben ein Schlauchpaket, was jetzt nicht dazu gehört. Das ist so ein Amazon-Gadget. Normalerweise braucht man es nicht. Ich finde es halt einfach optisch cool, dass man so einen Lederschutz nochmal um das Schlauchpaket drum hat. Packe ich auch den Link in die Videobeschreibung. Ich würde sagen, komm, jetzt geht's los. Wir haben das Gas aufgedreht, das Gerät wäre bereit. Wir haben Job 237, wir haben 1,1 mm Stärke von dem Material und gucken mal, was jetzt passiert. Schweißgerät direkt darunter zu stellen ist nicht so fördernd, definitiv. Wir müssen jetzt nochmal so ein bisschen was abdecken. Ich meine, ihr habt ja in dem letzten Video gesehen, bei dem Ausschnitt habe ich jetzt nicht viel abgedeckt. Theoretisch ist halt egal, ob der Boden kaputt geht oder nicht. Da kommt ein komplett neuer Boden drauf, aber wir können einmal irgendwie so eine kleine Decke in die Richtung hängen. Und ich muss mich definitiv auch umziehen, weil so kann ich leider nicht schweißen. So, theoretisch kann das Spiel beginnen. Ich wollte auch noch mal kurz auf den Helm eingehen. Es ist der Lead Protector 2.5 von Linde. Leute, da ist da fehlt ein Knopf. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig hier, aber okay. Genau, Lead Protector ist ja einfach auch, wie ich finde, der geilste Helm. Blendet automatisch ab. Also bevor man den ersten Funken quasi generiert, ist das Ding schon dunkel und dann kann man halt nachträglich noch einstellen, welchen Delay der haben soll. Das heißt, wie lang der nachblenden soll, bis das Ding wieder hochfährt, ob das schnell langsam funktionieren soll und welche Intensität das Ding hat. Genau, schaut in die Videobeschreibung. Ich habe alle Produkte unten verlinkt.
hängt. Deswegen glaube ich, habe ich in diesem Video jetzt auch mal ein bisschen Werbevideo eingeblendet, weil ich finde es aufgrund der Fairness schon, es ist schon gerechtfertigt, weil das Ding halt schon so lange steht und heute endlich der Tag ist, dass wir das Teil mal in einem Video einsetzen. Genau. Mein Gott, ey, diese ganze Vorarbeit immer hier, das ist ja unglaublich. Wo ist denn hier unser super duper Werkzeug? So, was brauchen wir denn? Tox 27, 25 könnte das sein. Also die kleinen Schräubchen raus, die Bodenmatte weg, Batterie abklemmen und dann Abfahrt. Danke übrigens auch für den Hinweis. Hier vorne dieses Teil ist ein Absprengmechanismus im Schadensfall, wenn die Airbags auslösen, dass der Pol direkt abgesprengt wird und das Fahrzeug spannungsfrei ist und nicht in Flammen aufgehen kann. Ed kann losgehen. Batterie ist entschärft und jetzt können wir das Ding mal da anbrutzeln. Ich würde sagen, ja, das geht, oder? Was haltet ihr davon? Hm, wird die Kamera scharf? Das sieht sauber aus, definitiv. Ey, komm, dafür, dass ich hier kein Schweißer bin, das ist echt ordentlich geworden. Das ist wirklich ein bisschen tricky. Gerade diese Stelle hier vorne habt ihr gesehen, das spritzt wie die Hulle. Weil der da immer wieder Löcher reinbrennt, weil das Material halt so weit hinten ist und ich das auffüllen muss. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, also ich bin begeistert, ich finde super. Ich finde die Naht jetzt, das ist nicht das Schlechteste, das funktioniert. Okay, ich bin jetzt schon auf die Kommentare von euch gespannt. Ja, komm, ganz ehrlich, dafür, dass ich kein Schweißer bin und alles quasi selber mache, finde ich das schon eigentlich ganz, ganz cool. Und ich sage halt, das ist super selbsterklärend, gerade durch die Elektronik. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Display gesehen habt. Die reguliert halt da die entsprechenden Ampere, je nachdem, wie gerade geschweißt wird. Ich glaube, ich zeige das gleich nochmal, weil ich muss jetzt noch zwei Verstrebungen einsetzen. Dann kommt das Ding oben drauf und dann ist es fertig. Okay, neue Runde, neues Glück. Jetzt wieder die Dachluke einmal reinsetzen, dass wir die anpassen. Und dann punkten wir das Ding wieder an. Das gleiche Spiel jetzt nochmal wie mit den Seitendingern. Aber das scheint zu funktionieren. Ey, das ist jetzt kalt. Das funktioniert, ey, geil. So. Komm. Ja, optimal. So. Leute, es tut mir leid, ich bin nicht der absolute Schweißer-Kanal. Ich kann die Kamera nicht zu nah ranstellen, weil sonst schweiße ich mir die Kamera dann auch mit an den Rahmen an. Okay, Leute, ihr habt gesehen, es war relativ simpel. Ihr habt auch gesehen, teilweise hat es so ein bisschen gespritzt, aber es lag wirklich daran, dass ich mit der Flex ein bisschen grober gearbeitet habe, diese ganzen Stangen halt nicht exakt auf den Millimeter angepasst hatte und ja, einen ziemlich großen Spalt an einer Stelle hatte, gerade da, wo irgendwie immer Sachen vorgeflogen sind. Jawohl, da sind sie. Ja, ganz ehrlich, ich würde sagen, das sieht gut aus, das sieht auch gut aus, das Ding ist auch gut geworden da. Die Seite ist mir ein bisschen zu fett noch, da ist ein bisschen zu viel Material, vielleicht zu langsam gewesen. Hier ist das gut, an der Wand hier, an dieser Stirnwand ist das auch super. Da ist mir so ein Körnchen, so ein heißer Funke draufgeflogen und dann schon so ein bisschen runtergetropft. Aber egal, komm, der Wille war da. Ihr müsst immer bedenken, ich bin kein Schweißer und dafür war es super simpel. Herzlichen Dank auch an die lieben Schweißhelden. Ich habe mit denen gesprochen, es gibt einen kleinen Gutschein. 15%, it's Marvin 15 heißt er, glaube ich. Ich blende den mal ein und wenn ihr euch jetzt für eine spezielle Technik interessiert, ab 100 Euro Einkaufswert geht aber erst dieser Gutschein. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was dealen, dass das vielleicht auch drunter geht, weil die haben halt alles im Shop. Die haben Handschuhe, die haben jedes erdenkliche Schweißgerät. Ich habe mich wirklich für die Premium-Variante jetzt entschieden. Das ist somit das teuerste Schweißgerät, was man kriegen kann, aber ja, da wirklich so selbsterklärend und in Kombination mit dem Gas halt wirklich wunderbar. Pause zu Ende. Ich habe Roststoffgrundierung einmal in weiß-grau, ein Stück Pappe und muss jetzt natürlich alles, was blank ist, Roststoffgrundieren, beziehungsweise normal grundieren. Und dann mache ich einfach schwarzmatte Farbe drüber. Ich würde sagen, es geht los, dann können wir nämlich sofort auch das Ding hier irgendwann mal einbauen. Ah, Leute, da brauchen wir jetzt auch nicht kleinlich sein, richtig schön fett drauf. Die ganze Geschichte lassen wir jetzt einmal antrocknen und dann machen wir das schwarz drauf. Also das sieht auch soweit gut aus, würde ich sagen. Wie sieht das oben drauf aus? Liegt der ganze Lackstaub da drauf? Nee, das geht noch. Alles klar, das sieht gut aus. So, während der Quatsch oben noch einmal durchzieht und trocknet, kann ich ja hier schon mal den Primer drauf machen. Das habt ihr so bei dem letzten Ding gesehen. Wir haben hier einmal ein Komplettset. Es ist ein Würzset und da ist drin einmal eine Kartusche von dem Scheibenkleber, einmal der Primer und einmal ja, so ein Aktivreinigungstuch und wieder so ein kleiner Püschel. Und damit schmieren wir jetzt komplett einmal den Primer hier drauf und dann machen wir es diesmal so, wie ihr es auch in die Kommentare geschrieben habt, dass wir nicht ja, das Fahrzeug mit Kleber versehen, sondern die Scheibe. Und ich glaube, das ist sogar in dem Fall ein bisschen besser, weil ja, hier können wir das, haben wir nicht mehr viel Spiel dazu positionieren. Hier setzen wir einfach nur noch drauf und nach mir die Sintflut.
Können wir ruhig bis zur Kante, glaube ich, durchziehen, das Ding, ne? Ja gut, hier oben ist halt jetzt ein bisschen tricky, die passende Breite zu finden, aber ich würde jetzt einfach mal so Kugelbreite nehmen. Das müsste hinhauen, denke ich. Um eine Ecke können wir nochmal nachmalen, ja, genau so. Perfekt. Leute, das ist so satisfying, das zu tun. Okay, vorgeprimert ist alles soweit. Ich würde sagen, noch einmal die andere Scheibe auspacken. Die liegt nämlich doch da drin, versteckt in dem Ding. So, die letzte Scheibe kriegt jetzt auch nochmal einen Primer verpasst. Okay. Alles ist vorgeprimert, jawohl. Theoretisch könnten die Scheiben jetzt rein, aber wir müssen da nochmal so ein bisschen schwarzen Sprühlack da oben drüber packen. Der müsste jetzt auch inzwischen durchgetrocknet sein. Ja, ist okay. Leute, das gehört wirklich zu meiner absoluten Lieblingsaufgabe, eine Klebenaht zu ziehen. Ich würde jetzt auch die Perspektive wechseln, nur ich kann jetzt einfach nicht aufhören mittendrin, weil sonst habe ich eine Unterbrechung. Ha, doch Perspektive gewechselt einmal. Aber nur, weil ich jetzt hier noch ein bisschen was ansetze, weil die Kartusche noch voll ist. Okay, jetzt muss es schnell gehen, auf jeden Fall. Boah. Geil aus. Wir haben's. Jetzt geht's mit der Dachluke weiter. Ich bin ein bisschen nervös. Wir haben übrigens Besuch hier. Was sagst du? Perfekt. Ist geil geworden? Super. Sieht ja, was willst du da auch sagen? Ne? Möchtest du den Kameramann gerade schon mal da bist? Und, ja. Du kannst nämlich auch zwischendurch einfach nicht Pause machen, weil sonst ist der unterschiedlich dick da drauf, weißt du? Und jetzt ist das auch noch schwarz auf schwarz hier, ey. Arme, ne? Aber richtig. Ich könnte das, glaube ich, gewerblich machen inzwischen, Leute. Scheiben einbauen. So viele Scheiben, wie ich jetzt die letzten Tage eingebaut habe. Unglaublich. So, zieh mal her. Ich kann nicht mehr. Ah ja, aber gleich. Leute, wir können jetzt nicht lange warten. Wir müssen jetzt sofort da rein damit und das Ding da drauf kriegen. Ich hoffe, das passt jetzt auch in diese komischen Löcherchen da. Drin. Jetzt hängt das da an der Kante. Jetzt ist es da. Okay, let's have a look on the Dachluke. Oh, ja. Mhm. Ja gut, das mit dem Kleber. Der wird ruckzuck hart, ne? Das sieht jetzt nicht ganz so cool aus. Ihr denkt euch jetzt auch, warum packt er gerade den frischen Kleber an? Leute, mir ist gestern die Speicherkarte vollgegangen und die Akkus waren alle leer. Und ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, gestern Abend das zu drehen. Deswegen habe ich auch ein anderes T-Shirt an. Wobei, nein, ich habe es extra nochmal angezogen, damit es so aussieht, als wäre es ein Tag. Nur es sind natürlich tatsächlich zwei Tage geworden. Das heißt, jetzt Mittwochvormittag bin ich nochmal eben hier und gucke mir an, was so passiert ist. Der Kleber ist durchgezogen. Ich habe gestern Abend innen drin, jo, hier nochmal 2, 3, 4, 5 Nieten gesetzt. Tack, 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 tack. Weil ich euch ja gesagt habe, die Dachluke sitzt super straff da drin. Die muss definitiv verschraubt werden bzw. eingenietet werden, weil wenn ihr die aufdrückt, könnte man theoretisch den Kleber lösen und die Feuchtigkeit läuft in den Innenraum. Echtglas hinten, einmal Position. Jo, sitzt so, wirklich super straff, deswegen ist das Ding auch super dicht. Jetzt haben wir quasi die Abluft nach hinten raus. Jetzt können wir das Ding hochmachen, komplett. Dann haben wir jetzt eine Aufstellluke und jetzt ja, theoretisch hinten zu, dass das vorne reinläuft. Oder komplett zu. Ja, ultra geil. Jetzt haben wir noch unseren Super-Duper-Rahmen hier. Und der Super-Duper-Rahmen, Leute, der kommt jetzt hier theoretisch rein. Aber erst dann natürlich, wenn die Decke eingesetzt ist, weil man den halt noch variabel positionieren kann. Und dann hat man noch eine schöne Verblendung. Ja, einmal komplett. Und man sieht nur noch ja, das Fensterchen da oben. Schön. Jo, das Seitenfenster ist auch fest. Kann auch hier alles ab.
Jetzt hängt das hier natürlich noch mit drin. Ist auch egal. Ja, sieht auch geil aus, ist auch richtig geil geworden und jetzt ist das Ding oben fertig, das Ding ist fertig. Und jetzt kann es definitiv weitergehen in Sachen Dachträger. Der nächste Teil wird definitiv sein, den Dachträger oben zu installieren. Und dann haben wir den nächsten Schritt, glaube ich, mit Solar und es wird noch definitiv richtig spannend bei dem Projekt. Ja, ich würde sagen, haltet die Ohren steif, schreibt ein nettes Kommentar, ob ich jetzt richtig oder schlecht geschweißt habe. Schaut unten nochmal komplett im Detail die ganze Liste durch, da ist alles aufgelistet, was ich heute verwendet habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, hält sie noch im Dunkeln, wobei ich habe schon lange kein Lost Place mehr gemacht. Ich will gerne machen, aber ich habe keine Zeit aktuell. Und auch keine Lust eigentlich, aber vielleicht kommt mal wieder so ein richtig spannendes Ding. Ich habe keinen Bock, so diese klassischen Dinger zu machen, sondern irgendwie was Exklusives. Also, bis bald und tschüss!